Ich mag den Nebel eigentlich schon ganz gerne. Schauen Sie doch mal hier hinter mich. Das ist doch hervorragend. Das ist ein wunderschönes Bild. Es gehört dazu zum Herbst, aber ein bisschen nervig finde ich es schon, ehrlich gesagt. Also ich komme aus Günzburg und an der Donau haben wir noch ein bisschen mehr Nebel. Von dem her, ich kenne es, aber es ist schöner, wenn die Sonne scheint, ja. Also ich finde es, wie soll man sagen, ein bisschen mystisch und man denkt irgendwie auch viel nach. Und also für mich ist es eine sehr achtsame Zeit irgendwie auch. Mystisch, nervig, wunderschön. So wie hier in Augsburg heute Morgen zeigt sich der Nebel seit Tagen vielerorts hartnäckig. Gerade in Flussnähe bleibt es häufig dunstig. Das ist auch bei BR-Wetterexperte Michael Sachweh nicht anders. Wenn er aus seinem Büro in Erding schaut, alles grau in grau. Schuld ist das Hochdruckgebiet Zayan, was eigentlich der Strahlende bedeutet. Dieses Hoch ist derart festgenagelt, wir nennen es schon Methusalem-Hoch, weil es wirklich, mal ist es über Mitteleuropa, dann wieder im westlichen Mitteleuropa, jetzt, wie wir in der Karte sehen, über Osteuropa, aber es ist immer in der Nähe, also zwei Wochen lange Hochdruckwetterlage, sehr selten. Der Blick in die Berge ist nicht nur für den Meteorologen ein kleiner Trost in diesen trüben Zeiten. Die Sonne in Reutte in den Bergen ist natürlich schöner. Die Woche mal nach Nürnberg fahren und erst in Nürnberg war es dann wieder hell. Ich habe natürlich lieber die Sonne, ist klar, aber was will man machen? Auswandern vielleicht in ein sonnigeres Gebiet. Muss gar nicht sein. Auch in Bayern kann der Himmel aufreißen. Die Frage ist nur, wann und wo. Es ist praktisch wie ein Kippschalter. Wenn die Luftfeuchtigkeit 99% ist, dann beginnt sich der Nebel aufzulösen. Bei 100% ist plötzlich der Nebel da oder hält sich auch länger, wenn es bei 100% bleibt. Ganz schwer vorherzusagen. Hoffnung auf eine kurzfristige Wetteränderung gibt es laut Sachweh nicht. Hochzayern bleibt mindestens bis zum Wochenende wetterbestimmend. Thank you.